Das Elfmeterschießen, wo wir gewinnen, haben wir uns angeguckt. Der Typ hält 2 Elfmeter, sie gehen trotzdem rein, weil sein Torwart ihn wegrutschen lässt. Bruder. Warum? 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 Ne? Bruder, warum? WL gestern muss ja auch toll gewesen sein. Ernähr richtig eskaliert, so habe ich den in meinem Leben noch nie eskaliere. Sehe. Hast du das gesehen am Ende? Nee. Ich habe Ernähr noch nie so gehört. Der hat alles auf den Tod beleidigt, ne? Ernähr. Hat fast geweint und ist offline gegangen. Ja, so geht's uns jede Wiegenliga. Und Freunde, wie krank ist es, dass ein Ernähr, er sagt ja selbst, ich bin aktuell einer der Besten in FIFA 20, ne? Ja, ist er. Brauchen wir nicht drüber reden. Und er packt Gold 1. Ja. Freunde, wo kommt man da hin? Und wir haben immer diese Rotze und uns glaubt keiner, du kannst mit der Rotze nicht mehr holen. Mo ist auch komplett beim Qualifier eskaliert. Ja, die E-Sportler bei uns in der Gruppe auch, Jungs. Das war schon krass. Aber da muss man auch sagen, Benji, ich habe erst gedacht... Ist er das? Ja, nimm ihn. Ich habe erst gedacht, das wäre Schwachsinn. Aber Benji hatte ja da was von so einem Typ gefunden. Die zocken alle mit so Gaming-Routern. Und da können die irgendwie sehen, auf was für Server die verbunden sind. Und irgendwie bei Battlefield hat die EA-Server mit 120 Hertz. Und bei FIFA haben sie welche mit 60 und mit 30. Das bedeutet irgendwie genau wie das Spiel automatisch die... Ich glaube, da wird alle 60 Sekunden deine Eingabe verarbeitet, bei den anderen Server nur alle 30 Sekunden. Und bei Battlefield haben es die Leute geschrieben, wenn du dann so auf einem 30-Hertz-Server spielst, ist, wenn du jemanden abschießt und der ist schon lange gar nicht mehr da, wird er trotzdem gekillt. Und wie ist es bei FIFA? Ist dasselbe, ne? Du drückst was und... Hallo. Und dann wäre halt bei FIFA, die können das genau sehen, wäre halt, dass halt die Server während dem Spiel halt abkacken. Von 60 Hertz fallen sie plötzlich auf 30, dann fallen sie wieder auf 45 und schwanken halt so brutal. Timo, dein Controllerwurf kommt in die nächste Freitagsstory. Zu wild war schon, was schon wieder passiert in der WL. Ist zu krass, Digga. Es ist einfach zu krass. Dieses Spiel ist einfach zu wild. Das Problem ist, es hat Mirza, finde ich, ganz geil in seiner Insta-Story erklärt. Die Varianz in dem Spiel ist viel zu groß. Du musst einfach für dieses Spiel richtig, richtig mächtig sein, um das immer ausgleichen zu können. Selbst Mo kann's nicht. Ja, ich sag ja, ich meine, er sagt's ja, die Varianz ist einfach zu krass in dem Spiel. Wir haben uns gerade das Spiel nochmal angeguckt, wo ich den Controller geworfen hab. Digga, er macht von 5 Tore 4 Abpraller. Er schießt, du erkennst an seinem Spielverhalten... Er macht 3 Abpraller, der eine war das Ding aus 35 Meter oben in den Winkel. 4 Abpraller und wir haben mit 5-2 verloren. Ja, das erste Tor war gut. Ja, stimmt, das erste Tor war gut rausgespielt, stimmt. Dann macht er 3 Abpraller. Du siehst einfach, dass der Typ nicht gut ist in FIFA an seine anderen Aktionen, die er macht, Digga. Das ist jetzt einfach nicht dahergelabert. Wir sind auch nicht die Besten, aber wissen, du was siehst Burak bei sagt, ja, genau. So. Du siehst bei seinen Abschlüsse, er flankt und so. Das macht kein guter FIFA-Spieler, Digga. Und er gibt uns den. Vor alle Dinge. Das Spiel bringt einem so weit, dass du sagst, der ist gut, ne? Aber der ist nur gut, weil deine Spieler gar nicht rangehen. Wenn wir sich die Spieler nochmal danach angucken, dann sieht man das, als wie die einfach weglaufen. Das ist zu krass. So, schnick, schnack, schnuck, ne? Schnick, schnack, schnuck. Fang du an. HSV Stuttgart steigt trotzdem auf, aber halt nur als Zweiter. Ja, wäre ich aber auch mit zufrieden. Markus Radler hat einen 5 raus. Moinsen, Boys. Heute Nacht feiern gewesen, 5 Uhr ins Bett, aber dieses Stream muss sein. Ehrenbrudi. True Sven, Freundin aus dem Haus, habe ich vorgelesen. Der Typ war um einiges besser, schreibt der Marius Wies. Nee, das war er eben nicht, Digga. Wir haben gegen einen gewonnen, der war wesentlich besser wie wir. Gegen den haben wir gewonnen, weil der nichts getroffen hat. Der trifft, wir haben das angeguckt, der trifft in 15 Minuten 3-mal die Latte und verliert das Spiel gegen uns, Digga. Verliert das Spiel gegen uns im Elfmeterschießen. Das hätte man verlieren müssen. Ja, weil er besser war. Ja. Der war besser. Der Bruder, aber Bruder war gegen, besser. Nicht gegen die Krumpe. Und die anderen 3 Niederlagen ist selbe. Das ist immer das Ärgerliche, Freunde. Ja. Du gewinnst gegen Leute, die besser sind, aber verlierst gegen welche, die schlechter sind. Genau das ist das Problem an der Sache. Das fickt so rein, Alter. Es sagt, der braucht mir auch heute wirklich. Das hat ja nichts mit abgehoben oder arrogant oder irgendwas zu tun. Das braucht mir keiner erzählen. Ernähr schwitzt auf Gold 1, ist aktuell einer von den Stärksten, was selbst unsere E-Sportler sagen, dass Ernähr aktuell einer von den Stärksten ist, ja, und schwitzt sich das Arschloch wund auf Gold 1. Das ist der, Freunde. Da muss man die Augen aufmachen, Digga. Ihr müsst wirklich mal die Augen öffnen, Freunde, und nicht sagen, das Spiel will. Das Spiel, das will, dass ihr denkt, ach, der ist besser und hat verloren. Aber das macht das Spiel, Freunde. Da müsst ihr echt mal genau hingucken. Ne, also, Real Rap jetzt. Das ist jetzt. Also, wir haben heute auch noch kein Spiel gewonnen oder verloren, weil jetzt alle sagen, wir sind schon wieder am Flame so. Nur man muss neutral bleiben, Freunde, und mal die Augen aufmachen. Und nicht immer sagen, ja, das Spiel, weil genau das ist das, was das will. Das Elfmeterschießen, wo wir gewinnen, haben wir uns angeguckt. Der Typ hält 2 Elfmeter, sie gehen trotzdem rein, weil sein Torwart ihn wegrutschen lässt. Bruder, warum? 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 Ne? Bruder, warum?
Warum? Die Varianz in dem Spiel ist einfach zu krass. Der Zufallsfaktor, ne? Ja. Trotzdem zockt ihr das Drecksgame, ja, weil es aber halt... Es ist einfach Liebe, es ist Hassliebe. Es ist einfach Hassliebe. Wenn wir jetzt kein YouTube machen, würde ich mich trotzdem hinaufgewöhnen. Ja. Das beste Beispiel ist unsere Fußballkameraden. Böse, der als da ist, ne? Und Juli, die hocken sich immer zusammen aus dem Fußball und zocken das Spiel, obwohl sie geflamed sind, ja? Obwohl sie dasselbe Schrott sagen. Trotzdem hocken sie sich zusammen und zocken das Game. Und der fährt rein und gibt kein Walkout. Das macht man halt einfach so, aber wo ist Alejandro? Der, Alejandro, chillt da hinten. Oh mein Gott! Aber das ist halt schade, Jungs. Das ist halt echt, echt schade. Wir stehen jetzt auch nicht schlecht, ne? Aber nee. Man muss es halt trotzdem einfach mal sagen, Digga. Das ist einfach, die Weekend League ist einfach Schmutz. Vor allen Dingen, das Problem ist schon, du gehst auch in die WL rein, so, immer mit Angst, weil du genau weißt, jetzt wird geschwitzt, so. Weißt du, was du genau weißt, so, du gehst gar nicht rein, sagst du, so, Alter, geil, Weekend League, geil, ne? Ja, doch, du gehst schon rein, aber du weißt, was passiert. Kopf, so, fuck. Fuck. Man weiß genau, was kommt. Jetzt kommt erstmal eine Ikone, komm. Walkout aber. Oh. Brasil? Immer Torwart oder IV bei uns. Aber Alisson, ist okay, Digga. Alisson 98, ja. Ist okay. Tauschen haben wir, Erstbesitzer. Warum ab und zu manchmal öffentlicher Chat und manchmal VIP-Chat? Ja, Digga, man muss halt immer so ein bisschen den Spagat finden, ne? Nee, man muss einfach sagen, ja. Weil wenn wir im Spiel, da passiert so viel Scheiße, dann sind die Leute hier, die nur provozieren wollen, die wollen einfach nur provozieren, das lenkt einfach ab und dann spielst du noch schlechter. Genau, deswegen müssen wir dann in so Spiele auf die VIP-Army, dafür seid ihr da, Freunde, ihr bezahlt Geld und supportet uns halt. Da wissen wir 100%, wir haben nur Supporter am Start, keiner schreibt irgendeinen Scheiß rein, wo dich ablenkt. Genau. Auch wenn Scheiße passiert, schreibt ihr rein, ruhig bleibe, schreibt gute Tipps rein und sowas. Und das braucht man. Natürlich gibt es auch von den, was heißt, normalen Abonnenten welche, die Großteil schreibt immer geile Scheiße rein. Aber es gibt halt die 2, 3, 4 Leute, die dann einfach nur zum Abfacken reinkommen, die nur drauf warten, dass du verlierst. Und dann kannst du halt auch nicht schwitzen, ne? Yo, Molly schreibt, ihr seid, glaube ich, auch einer der einzigen, die ehrlich sind und selbst abgefuckt sind, wenn der Gegner von dem Game gefickt werden, das feiere ich an euch. Ja, weil wir sagen es immer, wir sind ehrlich, Digga. Wenn wir merken, wir sind schlechter und gewinnen das Spiel, warum soll ich mich freuen, Digga? Ha? Warum soll ich mich freuen? Ich nehme den Sieg natürlich mit, mache ich kein Auge, Digga. Den Sieg nehme ich mit. Ich tausche den doch gegen unseren, obwohl ist gut, nee, ja. Ich tausche den alle so nett, Digga. Ja, ja, man kann sich nicht freuen, weil du genau weißt, der Gegner war besser und der hockt jetzt daheim, ne? Der und Arme. Fuckt sich ab. So wie wir uns abfucken. Ja. Ist einfach so. Sorry, und wer das einfach nicht versteht, Jungs, der ist blind. Fabian kommt in die VIP-Army. Der ist einfach blind. Genauso wie man sich dann im Endeffekt abfuckt, wenn du gegen einer verlierst, wo du dir das Spiel danach nochmal anguckst und siehst, Alter, wie scheiße ist der eigentlich, ne? Mert kommt in die VIP-Army, komm jetzt bitte. Aber back to back. Boah. Also das Phänomen, jetzt können wir mal gucken, das wären jetzt angeblich ein Spieler, wo wir noch nicht hätten. Timmelkruse. Gut, das kannst du erstmal nicht im Verein haben. Nee, haben wir auch nicht, ne? Den haben wir auch nicht, weil wir jedes Mal abstoßen. Oh, jetzt gönnen sie aber die Kollegen hier. Na. Na, da gibt doch wenigstens Eder Militao. Passt wegen Benji auf. Ich habe so das Gefühl, dass er Alejandro etwas antun will. Packt den Kleinen lieber in den Tresor. Na, ja, der macht ordentlich Auge. Aber gut, Freunde, aktuell ist bei Benji der Ton eh so verrauscht, man versteht ihn als kaum. Da ist ja... Oh! Oh Gott. Na, fick dich, fick dich, fick dich. Ich hab schon gar keine Hoffnung gehabt. Ich ne? hatte Hoffnung. Ich hab schon gar keine Hoffnung gehabt. Doch, ich hatte Hoffnung! Ich hatte Hoffnung! Ich hatte sie wirklich kurz, Digga. Ich hatte Hoffnung! Ich hatte sie wirklich kurz. Ich hatte sie auch. Ich wollte es nur nicht zugeben. Weil vor allen Dingen, das ist das demütigste Gefühl. Scheiße, ne? Man hofft immer, ne? Bleibt nie aus, Digga. Man hofft, man betet. Oh mein Gott, nein. So, dann quält Mamo rein in die Olga. Kurz, mein Herz. Das muss ich kurz noch sammeln. Mann! Ein Troll am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, Digga. Wollen wir die 2 Packs hier mal aufmachen? Ein Jumbo Gold Pack war das, alles klar. Oh, fahr da mal rein. Oh mein Gott. Ohne ein Walkout. Ach. Immer Torwart, Jungs. Es ist immer Torwart und zum zweiten Mal Alisson. Ja, Digga, das ist defensiv zu anfällig. Der ist dann auch einfach dann so, Walkout. Die Konzentration halt auch einfach weg. Und dann spielst du so, so Larifari, dann den Schwitzer-Spiele da.
Das sind halt die, was ist denn das? 14-6 jetzt, ne? Ja. 3 Spiele in Folge, glaube ich, verloren, ne? Ach ja. Runtergezogen wieder, keine Konzentration, ja. Und dann ist es passiert.